Hakuna Matata, meine Lieben. Und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Spiritfarer. Wir haben das letzte Mal eine Lux-Dame auf unser Schiff gebracht, nämlich genau die hier. Wir haben diese wundergroße, schöne Schildkröte kennengelernt und haben es ein bisschen vergeigt, auf ihrem Rücken was anzupflanzen. Ich schätze, wir haben dafür jetzt sogar ein bisschen Zeit. Wie mache ich das hier? Mit F? Nein. Ah. Kalkstein, Quarz, Kohle, Kupfererz, Eichenstamm, Ahornstamm. Machen wir mal Quarz da oben rein. Und da machen wir noch mal Ahornstamm. Ich schätze mal, wir haben, dadurch, dass wir das jetzt mal das vergeigt haben, quasi einfach mal eine neue Chance bekommen. Aber hey. Ich würde sagen, wir machen da weiter, wo wir es jetzt immer aufgehört haben. Nämlich die beiden haben zusammen getratscht und gequatscht und es gab viele wunderbare Dinge, die wir eigentlich so nicht erwartet haben. Okay. Es ist Zeit für die Glocke. Leute können wachgebimmelt werden. Und ich weiß gerade gar nicht. Aber er ist doch nichts anderes als mein Inventar. Oh. Ich frage mich, wo wir jetzt nächstes hin müssen. Ich muss auf jeden Fall Sachen sammeln. Da gibt es nochmal was. Ich habe da hinten drei Ausrufezeichen. Schön abbauen. Da ist der Quarzkristalldrache. Da ist der reisende Händler. Wir sind jetzt gerade da. Da, ich schätze mal, dass wir hier nicht reinkommen. Genau, da war dieses Profi-Ding. Fahren wir mal hier. Ja. Wir schauen uns diese Insel einfach an. Okay, die hat keinen Hunger und ist versorgt. Die ist auch versorgt. Er ist traurig. Ist das so gut? Okay. Oh, und da drüben hat jemand eine Quest für uns. Gut, wie ich sehe, hat dich dieser Hai nicht mit seinem Irrsinnsspeisen abgezockt. Ich kenne diese Art Leute. Die versuchen immer einem das Geld aus der Tasche zu ziehen. Aber das Gesicht ist schon voll süß. Und zeigt bloß keine Schwäche vor denen, das riechen die sofort. Das sind nämlich tollwütige Hunde. Aber gut, jetzt da du dein Reißbrett verbessert hast, kannst du eine Gießerei bauen. Ich könnte dir das ein oder andere beibringen, weißt du? Ich komme aus einer alten Metallarbeiterfamilie. Ich habe viel darüber gelernt, wie man für Rechte von Fabrikanten kämpft. Aber ich habe auch genug Wissen über die Bedienung von schweren Maschinen aufgeschnappt. Und eins kann ich dir sagen, das ist absolut fantastisch.
Es mag nicht danach klingen, die Arbeit ist schmutziger, als du dir vorstellen kannst. Aber die Vibrationen, der Lärm und die Hitze. Weißt du was? Sei so lieb und bau uns eine. Sie wird dir auf deiner Reise gute Dienste leisten und ich hätte etwas, womit ich mich beschäftigen kann. Ja. Gut. Bei dem Thema Gießerei waren wir ja, glaube ich, schon mal irgendwann, wo wir festgestellt haben, dass wir da ein bisschen mehr brauchen. Ich glaube, Holz hat es gescheitert. Warte mal, wir stehen doch, oder? Stehen wir, weil wir nicht weiterkommen? Ja. Okay, ich kann hier also noch nicht lang. Das ist jetzt nicht so gut. Ja gut, was brauchen wir denn dann für die nächste? Ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll. 10 Kohle und Eichenbrett. Genau, bei diesem Eichenbrett, da haben wir festgehangen. Ja, Sägewerk hatten wir gemacht. Eine Werkstatt, da brauchen wir Ahornbretter. Und eine Zuflucht für unsere Schlangendame. Brauchen wir auch Bretter. Und Kalkstein. Alles Sachen, die wir so nicht haben. Also, ja, da wir da nicht lang kommen, müssen wir wohl in irgendeine andere Richtung. Atlashafen. Ja, fangen wir den Moment da rein. War jetzt irgendwie komplett sinnlos, hier lang zu fahren. Aber gut. Eingepflanzt? Ach ja, mysteriöse Samen. Keine Samen mehr für den Garten. Müssen wir mal irgendwelche kaufen gehen, wenn wir das sehen. Und Sachen, die wir verkaufen können, haben wir auch. Nee, warte, das hatte ich ja nicht. Ja, das war schon mal nix. Nochmal. Wir können. Warum wird das so kacke? Finde ich nicht okay. Der Anfang hat so gut angefangen. Immerhin sind das Kleinigkeiten, die wir auf dem Weg dahin machen können. Ob man damit auch andere Leute hätte irgendwie beauftragen können vom Schiff? Der Hunger. Ja, Popcorn. Meine vegane Schlange.
Das ist so, so, ne? Wie ist mit dir? So, wir haben Kaffee. Wir müssten mal ein bisschen was kochen. Weil ich nicht weiß, was die anderen. Wo ist denn meine Küche? Die Küche. Okay. Hast du bestimmt auch Hunger. Gegrillte Pilze und gedünstete Schalentier ist also das Gleiche. Ach nee. Du bist sehr wählerisch. Dafür, dass wir keine grüne Küche haben. Okay, reden wir. Essen. Habe ich ihr nicht gerade eine Himbeere gegeben? Und sie hat ein Sandwich in der Hand. Okay. Ich meine, das ist immer so. Man holt sich eine Himbeere aus dem Kühlschrank und bam, Sandwich. Oder so. Okay, warum bin ich jetzt nochmal? Warum habe ich jetzt angehalten? Ist da noch irgendwas? Gehört, das ist natürlich auch fertig, das Essen. So, weiter geht's. Hm, Garnelencocktail. Hatten wir so auch noch nicht. Der Elch muss mal was essen. Nee, da ist nur die Schlange. Da. Ich glaube, die hat ihm jetzt Kaffee gekriegt. Gut. Sie mag's, finde ich gut. Dann ist es für uns quasi Win-Win. Upsi. So, wir haben nicht mehr lange, dann dürfen wir wieder nicht fahren. Gut, dann natürlich nicht. Ich habe glaube nichts gekriegt, was ich bauen darf. Mir fehlen noch viel zu viele Ahorn. Warte. Oder Kalk. Oder Kohle.
Wenn ich Kalk und Kohle zusammentun würde, dann könnten wir zwei Sachen gleichzeitig bauen. Die Frage ist nur, wie schaffen wir das? Eine Kohle mehr. Wir haben genug Kohle. Wir können eins von zwei Dingen bauen. Suchen wir schon mal. Suchen wir einfach schon mal das nächste Ziel aus. Das Schiff fällt ja eh an, weil man nicht mehr weiter darf. Ach ja, genau, wir wollten das ausbauen. Dafür muss ich dann mal hin. Ich muss es vielleicht anders anordnen. Eigentlich haben wir das letzte Mal das ja so schön gemacht, aber irgendwie funktioniert das nicht. Warte mal, ich habe da jemanden gefunden. Willkommen bei meiner berühmten Bushaltestelle. Ich habe sie entdeckt, deshalb gehören sie mir. Und zwar alle. Ja, okay. Habe ich jetzt nichts mit zu tun? Hallo Alex. Wir sind Stella. Es ist ein wunderschöner Name. Ja, darüber lässt sich streiten. Aber es ist jetzt nicht der hässlichste. Der beste. Darüber lässt sich nochmal nachdenken. Nenn mich nicht Alexander. Okay. Pfui. Das ist ein widerlicher Name. Ich glaube, dem geht die Seeluft nicht so. Also ein Name, ein widerlicher Name für widerliche. Ja. Ich glaube, die Meeresluft tut dir nicht gut. Wo war ich? Oh ja. Ich bin Alex und ich werde dein Busfahrer sein. Ich war nicht immer ein Busfahrer. Früher war ich ein Buchhalter. Zahlen liebte ich so sehr. Doch jetzt fahre ich dich hin und her. Töfte. Okay. Nein, Moment. Das wäre ein Zug. Das hier ist eine Bushaltestelle und ich bin dein Fahrer. Möchtest du irgendwo hin? Ich kann dann zu den anderen Bushaltestellen fahren. Aber ehrlich gesagt... Warum angelst du nicht mehr? Das wirkt so beruhigend. Du wirfst einfach die Leine aus und das ist so entspannt. Aber dann wird es zum Kampf deines Lebens. Du steckst dein ganzes Herzblut hinein. Was daran ist nicht faszinierend? Ah, vielleicht will ich schlafen. Ach genau. Das Essen in der Küche nicht vergessen. Ich habe Angst, unser Schiff abfackeln. Falls das überhaupt möglich sein soll. Oh. Okay, ich glaube, das kann man so sehen. Diese Musik klingt wie im Zirkus. Nur, dass ich bei einem Busfahrer sein soll. Ich werde die Nacht jetzt nutzen, um dieses komische Ding dahin zu stellen. So.
Kann es nicht eine zum Mitgehen haben? Bisschen wie Tetris spielen. Das passt zum Beispiel so überein. Also könnten wir doch das hier so machen, das hier machen. Das hier so. Und das hier kommt hier. Okay. Jetzt hoffe ich nur, dass das andere passt. Natürlich nicht. Wieso auch? Also müssen wir es zuerst ausbauen. Und weil wir es erst ausbauen müssen. Ich will doch da. Weil wir es erst ausbauen müssen, müssen wir nochmal zu dem Hai. Aber ich glaube, das können wir uns nicht leisten. Also weder von den Mats noch. Ich würde aber gerne diesen Busfahrer ausprobieren. Nimmt er mein Schiff dann mit? Ich muss ja dann da hin. Also. Okay. Das war interessant. Wir ignorieren jetzt einfach mal kurz die Quest. Aber ja, er nimmt mein Schiff. Ich will auf die Insel, ich fahre die Insel. Geht wieder los. Astrid, als wir uns über den neuesten Klatsch austauschten, habe ich vergessen, dir etwas zu geben. Das habe ich in einer Zeitschrift gefunden und musste an dich denken. Passt genau zu deinem Stil und deinem Feuer. Ich habe Gerüchte gehört, dass dein Ehemann sich im Iwashima-Hinterland aufhalten könnte. Vielleicht solltest du dort nachforschen. Ich höre mich weiter um. Okay. Ich weiß nicht, aber... eigentlich sollte ich den wahrscheinlich nicht lesen. Glaube ich. Vielleicht. Der war ja nicht an mich gerichtet, oder? Egal. Hallo. Naja, die flachen Witze tun wir uns nicht an. Schiffsgröße. 4000... Beherzte Delfin. Okay. Also, rein theoretisch würden wir das bestimmt tun können, wenn wir irgendwo einen Händler finden, wo wir Sachen verkaufen können. Und ich glaube, da wäre der reisende Händler ganz praktisch. Der ist da, nicht so weit weg. Und da unten ist Olga. Mich, wie lange das mit dem Holz auf ihrem Rücken braucht. Naja. Die Schiffsgröße kostet zum Glück nur Geld, also von den Mats werden wir es hinkriegen. Dann können wir dieses komische Erstding aufbauen.
Danach sollte ich mich wahrscheinlich um unsere Mitbewohner nochmal kümmern. Ja. Verkaufen. Braucht man nicht, braucht man nicht. Braucht man nicht, braucht man nicht. Braucht man nicht, braucht man nicht, braucht man nicht, braucht man nicht. Braucht man nicht. Hier sonst noch irgendwas zu verkaufen. Ja, die Sache behalte ich lieber, weil man weiß nie, wann sie braucht. Okay, die verkaufen wir. Ich habe keinen Rotlachs. Woher kriege ich Rotlachs her? Gewari. Hier. Furugawa-Führung. Grüße aus Furugawa. Erlebe die Wunder der Natur. Du kannst jetzt an einer Führung durch das Städtchen teilnehmen. Bewundere die Läden, besuche unseren Schrein. Genieße die Sehenswürdigkeiten. Mhm. Ein Brief von Olga. Das ist zu lieb von ihr. Olga wusste etwas über Giovannis auf. Ach, das ist ihr Ehemann auch. Und ich hab... Na, egal. Ja, du möchtest dich da umsehen. Für mich Inspiration. Ja, ein Häuschen. Keine Sorge. Wird kommen. Dauert noch. Wir sind nicht so schnell. So, auf dem Meer. Ich glaube, ihre bescheidene Bleibe kostet auch super viel. Sag ich ja. Gut, machen wir nicht. Rotlachs. Wenn wir da hinfahren, können wir ein bisschen angeln. Vielleicht kriegen wir einen Rotlachs. Vielleicht gibt es bestimmte Orte, an denen man nur bestimmte Fische fangen kann. So kam es mir zumindest bis jetzt vor. Ja. Nö. Angeln ist... irgendwie nicht so meins. Komm schon, ich möchte dieses Ding noch bauen. Läuft doch. So. Wir haben es geschafft, liebe Leute. Wir sind einen Schritt weiter. Was wir jetzt bauen? Genau das hier. Ne? Ich wollte nur mal sagen, wir waren ganz nah dran. Es ist einfach ganz, ganz viel Tetris. Glaube ich. So. Und das hier verschieben wir jetzt noch ein Stückchen. Sägewerk haben wir. Wir haben jetzt alles soweit ausgebaut. Es fehlt uns nur noch hier die beiden. Ne, die drei Sachen fehlen uns hier. Und aufwerten. Fehlt uns auch Leinenstoff.
Können wir nicht aufwerten. Da fehlt uns noch ein Leuchtgelee. Wir brauchen ein Leuchtgelee. Okay. Natürlich kriegst du eine Kleinigkeit zu essen. Wie ein Erdbeer. So, dann... Du hattest jetzt was zu essen? Nee, ja gut, die war... Huch. Spürst du die Hitze, Wildfang? Riechst du das flüssige Metall und die schweren Maschinen? Hier wird gezaubert. Dort drin werden wir wundervolle Dinge erschaffen. Lass uns hineingehen, damit ich dir alles erklären kann. Oh, ich kann mit jedem möglichen Zeug hier drin interagieren. Stella, deine Gießerei ist erstklassig. Eine bessere hätte ich auch nicht bauen können. Sehr beeindruckend. Ich werde dir die Grundlagen erklären. Es handelt sich hierbei um eine komplexe Maschine. Sei also bei der Bedienung sehr vorsichtig. Zuerst musst du Erz in den Schmelzofen legen. Dann legst du Kohle in den Brenner, um den Schmelzofen aufzuheizen. Kurz darauf errichtet die Maschine Betriebstemperatur. Aus dem Erz, das du in den Schmelzofen gelegt hast, werden dann Waren erstellt. So, die Bälger erhöhen die Temperatur. Jedes Metall verhält sich anders. Sobald die richtige Temperatur erreicht wird, beginnt der Prozess. Du musst dafür sorgen, dass die korrekte Temperatur aufrechterhalten wird. Sinkt sie zu tief, wird der Prozess angehalten, steckt sie nur zu stark. Nun, das möchtest du lieber nicht herausfinden. Okay. Ich weiß nicht, aber wir werden wahrscheinlich alles herausfinden. Ich habe keine Kohle. Ja, okay, das können wir schon mal nicht machen, weil ich habe keinen Dings mehr. Gut. Dann würde ich sagen, wir machen hier mal einen Stopppunkt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Zuhören und bis bald.